Hallo zusammen, heute geht es wieder nochmals um diesen Mikroinverter oder Einspeiseinverter mit 50 Watt. Wir sind noch nicht so weit. Wir haben jetzt die vier Versionen definiert, die es geben soll. Wir haben die erste Version ist mit Schweizer Stecker und Anderson oder Industriestecker. Das gleiche in grün, logischerweise mit dem Schuko-Stecker für den deutschen Markt. Wenn ich aber nur eine Batterie habe, dann brauche ich keine so einen Anderson-Stecker oder Industriestecker, dann reichen eigentlich zwei Ösen, da kann ich nicht direkt auf die Batterie schrauben. Hier jetzt mit Schuko-Stecker für Deutschland. Und hier sind wir die Verpackung am definieren. Das ist so eine einfache Verpackung. Und dann hier eingepackt, dann mit Schweizer Stecker und Ringösen. Das sind die Versionen, die es momentan in Planung gibt. Was noch fehlt, ist die Betriebsanleitung. Wir sind jetzt noch an der EMV-Prüfung, andere Prüfungen. Muss alles sein, kostet alles Geld. Und jetzt kam die Idee, sowas, hier auch wieder Schweizer Stecker oder deutscher Stecker und dann ein Zigarettenanzünder. Ich bin nicht begeistert von Zigarettenanzünder, das kennt ihr vielleicht. Aber jetzt habe ich so eine Batteriebox hier oder ich habe eine Bugatti oder weiß ich was, oder eine Ecoflow, ich will jetzt die nicht alle aufzählen. Ihr habt so ein Teil gekauft, ihr habt auch ein Solarpanel dazu gekauft und das Ding steht jetzt im Keller bis zum nächsten Blackout. Da wir bis jetzt noch keinen Blackout hatten und der Blackout vielleicht nicht kommt, vielleicht kommt er, ja, man hat ja auch keinen Blackout, wenn er, wie heißt der komische Minister von Deutschland, wenn man keinen Strom hat, ist das nicht unbedingt ein Blackout oder sowas. Aber hier könnte man, wenn ihr so eine Bugatti habt, hier einstecken und dann das im Netz einstecken. Und so könnt ihr dann diese Bugatti entleeren und den Strom verkaufen ins Netz. Und wenn ihr dazu ein Panel habt, flexible sind nicht ganz ideal, aber ihr habt vielleicht auch ein starres Panel, so eine Solaranlage zu dieser Powerstation. Das könnt ihr fix montieren. Wenn ihr Mieter seid, wird es schwierig. Und so könnt ihr an sich den Strom amortisieren. Das heißt, ihr könnt mit dem Teil, je nach Solarpanels, zwischen 100 Schweizer Franken, wenn ihr 200 Watt Solarpanel habt, 100 Euro, in Deutschland sogar noch mehr, einspeisen im Jahr. Das heißt, so ein Teil wird um die 150 Euro kosten. Im Beschrieb werde ich euch verlinken auf den Shop. Und da könnt ihr das im Jahr amortisieren. Weil diese Powerstation, die ihr jetzt habt, die steht ja dann sowieso nur irgendwo im Keller rum, bis der erste Blackout kommt. Und so könnt ihr den Strom, den ihr über die Solar produziert, ganz langsam wieder einspeisen. Klar hat das Teil nur 50 Watt. Also das hat jetzt zum Beispiel 55 Watt bei der Messung. Gut, wir haben vielleicht mit 13 Volt eine volle Batterie genommen. Wenn sie dann leerer wird, geht die Leistung auch ein bisschen zurück. Also wir sind jetzt bei 50 Watt. Auch wenn das Teil 60 Watt liefert, hatten wir auch schon bei sehr guter Spannung 14,5 Volt, dann kann es bis zu 60 Watt hochgehen. Dann heißt aber, die Panels hauen schon richtig rein. Und so kann man so eine Powerstation, ich sag mal, sich selber verkaufen oder den Strom verkaufen. Jetzt hier habe ich 1280 Watt bei dieser Batteriebox.
Und die kann ich in einem Tag, 24 Stunden, kann ich die entleeren. Ganz langsam ins Netz einspeisen. Das ist euer Selbstverbrauch, den ihr an sich selber habt. Wie ein Balkonkraftwerk, nur ein Balkonkraftwerk ohne Speicher. Das liefert ja nur den Strom rein, was über Mittag kommt. Das ist dann vielleicht zu viel. Und so 50 Watt dauernd einspeisen, das ist das, was ihr selber braucht. Das andere ist noch, ich habe einen Wohnwagen oder ich habe ein Wohnmobil, das hat eine Solaranlage auf dem Dach und da steht dann der größte Teil da, weil ich es nicht brauche. Und diese Solaranlage, die ja dann die Batterien im Tag oder zwei auflädt, die kann ich mit so einem Teil wieder entladen und den Strom in mein Hausnetz verkaufen. Also mir selber verkaufen, weil ich dann den Strom nicht mehr brauche. Hat natürlich einen Nachteil, ihr müsst das Teil ausziehen, bevor ihr in die Urlaub fährt oder sonst irgendwo hin, weil in der Regel wird dann die Batterie leer gesaugt und ihr müsst eine Lithium-Batterie drin haben. Wenn ihr das mit einer Bleibatterie macht im Wohnmobil, funktioniert das nicht, weil die Bleibatterie ist dann immer im unteren Bereich und das schadet der Bleibatterie. Bei der Lithium spielt das absolut keine Rolle. Ich verlinke euch hier ein Video, was ich gemacht habe über diese Einspeiseinverter oder Amortisationsinverter. Könnt ihr mir ja auch ein Abo dalassen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.